Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019 hier auf der wunderschönen Map auf Südhämmern. Ja, in der letzten Folge hat es ja leider nicht ganz so gut funktioniert, dass wir ja unser Papier wieder zurückholen wollen. Allerdings sind wir direkt produktiv hier wieder am Start. Und zwar kümmern wir uns heute mal um unsere Tiere. Und zwar fangen wir erstmal damit an, indem wir uns Mischfutterbags kaufen. Und zwar die 4000 Liter Dinger, 10 Stück. Und nochmal 10 Stück, 20 Stück hier haben. Versammeln wir diese auch mal direkt auf hier. Eins, zwei, drei und die vier. Perfekt, das können wir halt so schön in einem Schwung machen. Ja, weil wir haben ja letzte Folge uns ein bisschen damit übertrieben, dass wir Kühe gekauft haben. Und Kühe müssen natürlich auch versorgt werden. So, gucken wir da einmal ganz kurz in unser Tiermenü hinein. Also, die brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Gras und Heu. Die Hühner brauchen Weizen und Gerste. Oh, den Kühen geht das gar nicht gut. Und warum der jetzt irgendwie auf der Seite mit dem Kipper über den Kornschieber machen will, ist mir jetzt auch ein Rätsel. So, zwei ganze. Also wir brauchen auf jeden Fall eine ganze Menge an Silage. Und wenn das nicht klappen sollte, müssen wir halt einige Kühe wieder verkaufen. Dann haben wir uns wahrscheinlich doch ein bisschen übernommen. Was das angeht. Nein, 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 nein. Da war ich auch wieder ein bisschen zu schnell. So, und während wir hier einmal alles abgeben, haben wir hier auch wieder ein bisschen mehr Wasser rein. Sind ja schon doch durstig. Gut, Leute, wir müssen wahrscheinlich doch wirklich ein bisschen was an den Kühen verkaufen. Ich glaube, sonst wären wir nicht mehr froh in unserem Leben.
So. So. Jetzt haben wir gut was verkauft. Und jetzt sieht das natürlich hier auch ein bisschen besser aus. Wasser geht hoch. Stroh ist allerdings noch ein bisschen was unten. Und ja, Silage, Heu und Gras. Da würde ich doch einfach mal sagen. Ups, falscher Knopf. Wir gehen wieder an unseren Händler. Kaufen uns wieder einige Big Bags. Eins, zwei, drei. Ein Lieferplatz blockiert. Oh, also stell dir mal echt vor, wir bleiben hier die ganze Zeit mit dieser Einstellung hier. Wird man ja nicht mehr froh. Eins, zwei, drei und vier. So, wir gehen allerdings noch einmal kurz hier hin. Hier haben wir nämlich auch wieder ein erntereifes Feld. Wir werden allerdings diesen guten Herrn hier jetzt einmal nochmal rüber ins Feld Nummer 13 bringen. Und werden ihn ebenfalls hier fahren lassen. Alle ab. So, schön halten, schön halten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, hier sind irgendwo noch mehr. Ich glaube, wir fahren gleich mal zum Händler schauen. Weil ich so das blöde Gefühl habe, dass beim Händler auch noch welche sind. Oder beziehungsweise ob das überhaupt reicht für die. Könnten, glaube ich, noch ein bisschen was vertragen. Jeden Fall sollten wir auch darauf schauen, dass die jetzt nochmal hier ihren ganzen, dass wir jetzt die ganze Gülle und dass wir jetzt auch den ganzen Mist, den jetzt produzieren, natürlich auch wieder ausfahren. So, jetzt fahren wir einmal rüber zum Händler und schauen dort mal vorbei. Weil ich habe wirklich das Gefühl, dass der hier noch die restlichen ganzen Sachen hat. Ja, da stehen sie doch auch alle schon. Perfekt in Reihe und Glied. Oh, da hinten sehe ich sogar noch, haben wir auch noch ein bisschen Mist drin. Und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, haben wir eigentlich auch Gülle? Das wäre zu cool. Hier haben wir einzelne Säcke. Zuckerrohr. Festdünger, Kuhdung. Flüssigtank. Ja,
Und Premium Schafsfutter haben wir auch. Oh, und wir können uns hier auch die eigenen Slurry ist wohl Gülle. Hier gibt es verschiedene. Bedeutet, Leute, wir brauchen nachher einen Gülleschlauch und ein Güllefass. Und wisst ihr was, das Güllefass, das können wir uns jetzt einmal direkt kaufen. Kaufen wir uns das hier. Okay, Moment, 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 Moment. Alster Mann. Kümmern wir uns jetzt erstmal lieber um das, was wir jetzt hier erstmal machen müssen und fangen dann mit den neuen an. Ich weiß, der Fury ist immer so jemand, der muss mal alles zack, 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 der muss mal alles direkt auf einem haben. Fangen wir jetzt erstmal mit der Mischration an. So, wir machen jetzt noch einmal hier die Mischration. Und dann dürften wir gleich, glaube ich, auch gleich schon im grünen Bereich sein. Das sind wir jetzt auch. Sehr gut. Das heißt, spätestens mit dem nächsten, der nächsten Fahrt, haben wir dann, denke ich mal, unseren Bedarf hier bedeckt. Genau. Dürfte vielleicht sogar eventuell noch ein bisschen was übrig sein. So, wunderbar. Ach, ich freue mich. So, Kalk hat ja noch 28%. Das sieht auch gut aus. Oh, und mir fällt noch ein, wir müssen noch auf dem Feld 13, nee, dem Feld 15, müssen wir noch die Schwarten noch einfahren. Die beiden noch. Oh, perfekt, die haben wir auch noch ein paar. Oh, wunderbar. Sehr schön. Ich habe nämlich schon gedacht, dass wir noch ein paar Prozente da irgendwie über haben. Aber wunderbar, dass das so straight passt. So, wir fahren auch hier wieder unsere Route. So, wir haben noch 17% Kalk. Ich hoffe, das passt auch für den Anhänger dort noch, also für das Feld. Und es ist fast vollständig gefüllt. So, morgens um 9 auf dem Weg nach Südhämmern Agrarhandel bei unserem guten Uli. Da holen wir jetzt noch den ganzen Mist, den wir haben, hier ab. Ha, im wahrsten Sinne des Wortes Mist.
So, und während wir dann hier warten, schnappen wir uns mal ein Fahrzeug, was wir auch wirklich nutzen. Und kaufen uns jetzt einmal noch das Güllefass. So, und zwar brauchen wir dazu einmal einen Gülleschlauch. Weiß jetzt nicht, wo der Unterschied hier ist. Dann holen wir uns mal so ein verlängerbares. Und dann das hier passt mit dem SB700. Was ist denn der SB700? SD? SB700. Was ist der SB700? Ist das irgendwas hier hinten bei diversen? Nee. Pass auf, nee, da wisst ihr was. Dann gucken wir noch einmal hier. TD, SD700, SBH4. Ist aber auch kein Mod, ne? Da würde ich einfach sagen, holen wir uns das gute Stück hier. Und das ist auch eine Mod, die wir haben. Und zwar können wir uns einmal einen gebrauchten und einen ja, nicht gebrauchten kaufen. Also einen neuen. So, das hier holen wir uns. Kann man das kaufen, das ist auch neu. Da dürfte das jetzt, glaube ich, beim Händler stehen. So, bin ich da jetzt mal gespannt, wie das funktioniert. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir dafür jetzt irgendwie dieses eine Gerät brauchen. Dann kann man ein bisschen Diesel tanken. So, einmal mit Q, dann einmal Y und ein zweites Mal Y. Gut, dann tanken wir jetzt einmal hier die Gülle. Ne, da ist er wieder. Der Robby. Der Robby mit der Gülle. Wer kennt hier nicht den guten Robby mit der Gülle? Einer der deutschen Memes schlechthin. Noch gar nicht an die Taste gekommen. So, hier gehen wir auf jeden Fall jetzt hin und laden das Kalk nochmal auf.
So, hier sind wir auch noch schön am Saugen, schön am Güllejuckeln. Was machst du hier? Breakdance? Zustand haben wir noch 16%. Meinst aber die Maschine, ne? Ach, und das ist ja cool. Sehe ich ja auch, dass wirklich die Gülle da ja auch richtig abgepumpt, also richtig abgeht. Das ist auch eine coole Sache. So, unser Kalk ist auch voll. So. Und hier ist jetzt auch der letzte. Und hier versuchen wir jetzt noch einmal das Ding hier anzukoppeln. So, schön langsam. Oh, müssen wir hier schon irgendwas? Naja, ne? Dann noch einmal hier verkabeln und ne, das war's. So, probier's noch einmal. Die Sache hier mit dem Gülleschlauch. Dazu muss ich mir, glaube ich, einmal das Hilfemenü wieder einschalten. So. Und zwar nehmen wir das einmal. So, Schlauch ankoppeln. Ja, natürlich wieder hier ein bisschen zu weit. Ah, das scheint wohl hier, glaube ich, nicht so zu gehen. Natürlich ein bisschen schade.
funktioniert es jetzt? Nee, leider nicht. Also. Zumachen. Nein. Okay. So, Schlauch einmal abkoppeln. Nehmen wir den einmal kurz mit. Huiuiui. Ah, das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig cooles System. So, und ich wünsche mir, dass ich den hier jetzt irgendwo einfach anschließen kann. Am besten hier. Das geht schon mal nicht. Sehr schade. Geht's hier? Leider auch nicht. Nun denn, Leute. Wir saugen hier noch einmal kurz die Gülle auf. Dann würde ich sagen, war es das auch mit der heutigen Folge. Von der Wirtschaftssimulator 2019 Südheimern. Ja, ich muss gucken, wie ich das mit der Gülle hinbekomme, ob es da irgendwo einen Trick gibt, ob es da irgendwo was gibt, was ich nicht gesehen habe, was ich nicht beachtet habe. Ich werde mich da auf jeden Fall mal bis zur nächsten Folge schlau machen. Und ich fahre kurz noch hier in die Position rein, fahre natürlich noch schön auf unseren Schlauch drüber, über unseren Schlauch drüber. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt auch 9 noch? 9. Wunderbar. Dann soll es das gewesen sein für die heutige Folge von LS19 Südhermann. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Euer Fury.